Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Neueinjournal. In dieser Sendung widmen wir uns dem Baufortschritt am Neubrandenburger Rathaus, dessen neu gestaltete Fassade seit einigen Tagen gerüstfrei zu sehen viel positive Resonanz erfährt. Außerdem besuchen wir Kapitän Lüdemann und seine Mutter Schulten, die gerade für die Saison und die nächsten Jahre auf dem Tollensesee fit gemacht wird. Beginnen wollen wir aber mit einem kurzen Blick auf das Projekt Radeln ohne Alter. Das sieht doch nach einer Menge Spaß aus bei den Initiatoren des Projekts Radeln ohne Alter. Um es den Menschen näher zu bringen, haben sie auf dem Marktplatz in Neubrandenburg dafür Werbung gemacht. Wir wollen mit der Fahrradrikscha Menschen von zu Hause oder aus dem Pflegeheim, betreutem Wohnen, Tagespflege abholen und kostenlos mit Ehrenamtlern durch Neubrandenburg fahren. Durchs Stadtzentrum, durch den Kulturpark, durch das Wohngebiet, wo sie gewohnt haben. So eine Tour ungefähr eine Stunde. Die dürfen sich aussuchen im Rahmen unserer Touren, welche sie gefahren werden wollen. Für diejenigen, die gefahren werden, null Kosten. Für diejenigen, die fahren, Ehrenamt, also große Dankbarkeit, sage ich. Und das soll einfach nur generationenübergreifend Herzwärme bringen. Das Fahren einer solchen Elektro-Rikscha bedarf einer gewissen Übung. Das zusätzliche Gewicht am Lenker, die Einstellung des Motors oder die bewegliche Fußstütze sind keine alltäglichen Handgriffe. Aber wer ein Rikscha-Pilot sein möchte, der kann auch einer werden. Bei uns ist wirklich jeder willkommen. Einfach bei uns melden und wir werden Sie dann ausbilden zum Piloten. Das sind so 2, 3 Stunden, 4 Stunden Ausbildung, weil wir übernehmen ja für die Passagiere auch eine Riesenverantwortung. Das Projekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Neben der Sparkassen- und Bürgerstiftung sind es zudem viele Einzelspender, die zur Realisierung beitragen. Bis zu dem 13. April läuft zusätzlich eine Crowdfunding-Aktion über die Internetseite nb-crowd.de, wo mit tollen Gegenleistungen zum Spenden eingeladen wird. Wir freuen uns einfach über Leute, die uns da unterstützen. Und das Prinzip ist, dass jede Spenderin ab einer Spende von 10 Euro dann die Stadtwerke nochmal dazukommen mit 10 Euro pro Spende. Ne? Und das wird dann aufgestockt und dadurch sind wir jetzt schon auf einem guten Weg, aber brauchen noch ein bisschen. Es liegt also noch einiges an Arbeit an, aber alle sind guter Dinge. Und auch die Bürgerinnen und Bürger sind dem Projekt zugewandt. Das halte ich sehr für sehr gut. Die nicht mehr so laufen können, davon ist es auch gut. Dafür ist es gut. Wir sind eine Fahrradfamilie, also wir radeln alle und ich finde das großartig. Finde ich eine feine Sache, eine schöne Sache. Vor allen Dingen für den Tourismus ist das sehr hilfreich. Was Neues mal wieder in Neubrandenburg, ne? Für Probefahrten mit der Rikscha, ob als Pilot oder Fahrgast, stehen die Initiatoren von Radeln ohne Alter noch an den Samstagen, den 2. und 9. April auf dem Marktplatz in Neubrandenburg. Bei Fragen rund um das Projekt oder zu der Pilotenausbildung kann man sich auch direkt unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse informieren. Der offizielle Startschuss ist am 14. Mai. Sicher, sauber, trocken. Ob privat oder gewerblich. Schon ab 35 Euro im Monat. Mein Citylager hat für alles die passende Box. Clever Mieten in Neubrandenburg unter meincitylager.de.
Eine große Liebesbeziehung besteht bei den meisten Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern nicht zum Rathausbau am Friedrich-Engels-Ring. Das architektonisch wuchtige Erbe aus sozialistischen Tagen musste in den vergangenen Jahren einer gründlichen Modernisierung unterzogen werden, um seiner Funktion als Verwaltungssitz weiter gerecht werden zu können. Dabei hat sich auch optisch für das Stadtbild etwas getan. Nur noch wenige Tage, bis die neue Fassade des Neubrandenburger Rathauses in Gänze zu sehen ist, die letzten Gerüste abgebaut sind. Bis die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hier wieder Quartier beziehen können, wird es allerdings noch eine Weile dauern, informierte Oberbürgermeister Silvio Witt bei einem Presserundgang durch die Rathausflure. Die ursprüngliche Planung sah ein Ende der Sanierungsmaßnahmen im vierten Quartal 2021 voraus. Aktuell wird als Fertigstellungszeitraum das Jahresende 2022 anvisiert. Ja, bei so einem großen Bauvorhaben ist man natürlich von vielen Gewerken abhängig. Und wenn es in einem Gewerk mal ein bisschen klemmt, weil Ware nicht geliefert werden können, Rohstoffe nicht geliefert werden können, dann führt es zu einem Bauverzug. Dann haben wir jetzt momentan ja auch die Corona-Pandemie, die jetzt auch dazu geführt hat, dass nicht die Arbeitskräfte zur Verfügung standen, die wir eigentlich brauchen, weil eben einige dann doch krank geworden sind. Und es gibt auch Brandschutzauflagen, die bei so einem großen Verwaltungsgebäude erfüllt werden müssen. Und auch da gab es dann eben noch Auflagen, die es zu erfüllen gilt. Und dadurch kam es zu dem Zeitverzug, den wir jetzt zu verzeichnen haben. Auch bei den Baukosten haben sich Änderungen ergeben. Ging man 2017 noch von 18,4 Millionen Euro aus, steht heute fest, dass die Sanierung um 3,3 Millionen Euro teurer wird. Verantwortlich hierfür seien Steigerungen bei Liefer- und Materialkosten, aber auch das ein oder andere strukturelle Defizit in der Altsubstanz, heißt es. 50% der Mehrkosten trägt die Stadt, die andere Hälfte wird vom Land als Fördermittelgeber übernommen. Besonders von Kostensteigerungen betroffen die Positionen Fenster, Fassade und Elektroanlagen. 420 Verbundfenster sind hier in den vergangenen Jahren neu eingebaut worden. Vor allem sie sollen dafür sorgen, dass die Energiekosten des Rathauses verringert und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessert werden. Inzwischen ist der Fenstereinbau abgeschlossen. Auch die Fassadenarbeiten nähern sich dem Ende. Die kahlen Büroräume hingegen belegen, dass noch einiges zu tun bleibt. Also wie Sie sehen, also Malerarbeiten sind noch zum Teil zu erledigen. Wir sind jetzt in den oberen Etagen soweit fertig. Die letzten Fußbodenarbeiten finden in den oberen Etagen statt. Das wird sich noch auf das dritte, zweite und erste OG beziehen. Dann die Elektroanlagen, also Lichtinstallation und Gebäudeautomation sowie die IT-Technik, die dann ganz am Ende noch angeschlossen wird. Anfang 2023 soll der Umzug zurück ins angestammte Verwaltungsgebäude beginnen. Auch dann wird es noch mehrere Monate dauern, bis alle 450 Rathausmitarbeiter ihre sanierten Büros bezogen haben, alle Dienstleistungen am Friedrich-Engels-Ring Nummer 53 wieder zur Verfügung stehen. Frische Produkte in Bioqualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich, hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin.
Die vergangenen Märztage haben schon einmal frühlingshafte Lust auf die Freiluftsaison gemacht. Und in einer Stadt wie Neubrandenburg mit direktem Seeanschluss gehört da auch Fahrgastschifffahrt dazu. Meter breit, 28,47 Meter lang. 5,70 Meter hoch vom Rumpf bis zum Oberdeck. Nur selten präsentiert sich das Neubrandenburger Fahrgastschiff Mutter Schulten dem Betrachter in seinen ganzen Dimensionen. Turnusmäßig muss das Schiff alle 7 Jahre an Land, um seine Schwimmfähigkeit nachzuweisen, kleine Gebrauchsspuren auszubessern oder größere Schäden zu reparieren. Ja, das ist wie beim Auto, ne, dass man damit in der Werkstatt muss, TÜV machen, und dann ist ein Schiff nicht anderes. Nur wir haben ein bisschen länger Zeit wie 1 Jahr oder 2 Jahre. Wir dürfen 7 Jahre durften wir draußen bleiben. Hatten aber dadurch Schwierigkeiten durch Corona, hat sich das Ganze 2 Jahre verschoben. Unverschuldet 2 Jahre überfällig. Nun wird es Zeit, Rumpf und Ruder, Anker und Schraube wieder auf Vordermann zu bringen. Gerade noch rechtzeitig, denn am Schmutzwassertank hätten sich bereits Schäden gezeigt, noch ist hier aber zum Glück kein Abwasser entwichen. Hier werden in den kommenden Tagen Schweißarbeiten nötig. Routinemäßig werden zudem Rumpf und Scheuerleiste neu gestrichen. 3 Farbschichten sind nötig, die Stärke der Farbschicht ist gesetzlich vorgeschrieben. Am wichtigsten die Grundierung. Ja, das ist wie ein Rostschutz, ne? Dass man dann da mehrere Schichten auch aufbringt. Ne? Und die letzte Anstrich ist dafür da, dass kein Bewuchs groß ist oder Schnecken sich dran setzen können oder so weiter und fort. Ne? Also ist ein Schutz eigentlich. Und das Schiff wird schneller, dadurch, weil ja alles schön glatt ist. Zum Speedboat wird die Mutter Schulten dadurch wohl nicht mehr werden. Muss sie auch nicht. Schätzen die Gäste doch vor allem das entschleunigende Gefühl, das sich bei einer Fahrt über den See einstellt. Seit 1979 ist die Mutter Schulten auf dem Tollensesee unterwegs. 2004 übernahm Kapitän Eckart Lüdemann das Ruder. In diesem Jahr hätte er in Rente gehen können. 1 bis 2 Saisons hängt er noch dran. Auch um Sohn Sebastian etwas über die Schulter zu schauen, der nun vermehrt das Steuer in die Hand nehmen soll. Mein Sohn hat vorher ja auch ein Patent gemacht, dass er das Schiff fahren darf und so. Und ist angedacht, dass meine beiden Söhne, das ist ja noch einer fährt das Schiff und andere macht Gastronomie nachher. Und möchte ich ganz gerne, dass die das weitermachen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich das Schiff nochmal richtig instand setzen kann, alles drum und dran, damit die viele Jahre Ruhe haben erstmal und mit dem Schiff fahren, ohne diese Sorgen, ne, die sonst immer auftreten, da ist was kaputt oder da ist was kaputt. Und das haben wir bis jetzt ganz gut gemeistert. Aktuell spricht nichts dagegen, dass die Mutter Schulten noch viele weitere Jahre ihren Dienst auf dem Tollensesee verrichtet. Der Saisonstart wird sich in diesem Jahr jedoch etwas verzögern. Anfang Mai soll die alte Dame zur ersten Fahrt am angestammten Steg ablegen. Das Wetter auf Neu-1 wird Ihnen präsentiert von der neuen Tagespflege der Sodin. Sodin, Ihr ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst. Das Wetter auf Neu-1 wurde Ihnen präsentiert von der neuen Tagespflege der Sodin. Sodin, Ihr ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst.
Hallo und herzlich willkommen im Autowaschpark Picobello. Ich bin Katja Nawrocki, Inhaberin und Geschäftsführerin vom Autowaschpark Picobello. Mein Betrieb gibt es seit 1994, welchen meine Eltern aufgebaut haben. Damals wie heute legen wir großen Wert auf Qualität. Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2019 eine komplette Sanierung durchgeführt und eine moderne Waschstraße mit textilem Waschmaterial einbauen lassen. Bei uns kümmern sich 7 Mitarbeiter um Ihr Auto. Zusätzlich zur Autowäsche bieten wir ein umfangreiches Angebot an Reinigung und Pflege an. Dafür steht Ihnen unsere Pflegeabteilung zur Verfügung. Und zu guter Letzt haben wir seit 2003 ein eigenes Reisebüro, das Reisebüro Picobello. Die Kunstsammlung in Neubrandenburg lädt ab heute Interessierte zu der Ausstellung Mein Bild ein. Die ausgestellten Kunstwerke wurden mit den unterschiedlichsten Techniken von kreativen Menschen aus Neubrandenburg und der Umgebung gestaltet. Eines haben sie aber alle gemein, so die Leiterin der Kunstsammlung Dr. Merete Kobach. Es sind vor allem Werke, die das Herz erfreuen. Also man hat wirklich das Gefühl, die Leute haben jetzt doch in dieser schwierigen aktuellen Situation das Bedürfnis, sich was anzugucken, was sie einfach erfreut und ihnen auch wieder Kraft für den Alltag gibt. Und ich denke, das spürt man in der Ausstellung, dass alle Freizeitkünstler die Werke einmal mit Liebe gemacht haben und sich jetzt auch freuen, das zeigen zu können. Ich denke, das vermittelt sich ganz gut. Zu bestaunen sind die Werke noch bis zum 3. April 2022. Im Neustrelitzer Kulturquartier wird jeden Monat ein besonderes Objekt aus dem nicht öffentlichen Bereich der Einrichtung präsentiert. Besser bekannt als das Objekt des Monats. Im Monat März ist dies die sogenannte Drogensammlung. Drogensammlungen waren ein wissenschaftliches Hilfsmittel, um das pharmazeutische Wissen über Pflanzen und deren Wirkung zu veranschaulichen. In den 1980er Jahren war sie ein Geschenk der staatlichen Marktapotheke an das damalige Museum. Zur Drogensammlung gehören 6 Schachteln mit jeweils 10 streichholzgroßen Kästchen. Diese beherbergen verschiedene Pflanzenproben, von bekannten Kräutern wie Fenchel und Thymian bis hin zu eher unbekannten Pflanzen wie Gallapfel oder Blasentang. Diese gut erhaltene Sammlung kann noch bis Ende März im Neustrelitzer Kulturquartier besucht werden. Das war unser aktuelles Neueinschonal. Gleich erinnern wir Sie ein weiteres Mal an ein Neubrandenburger Dienstleistungsangebot und danach gibt es die aktuelle Ausgabe Faktor Wirtschaft TV. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Machen Sie es gut. Tschüss. We'll be right back.
Wir leben in einer Zeit, in der nichts unmöglich scheint. Chancen erkennen und wahrnehmen lautet das Motto. Diesem Weg folgt auch Silvio Rehn. Der Neubrandenburger Jungunternehmer erfüllte sich seinen Traum von der Unabhängigkeit auf seine ganz eigene Art und Weise. Ich bin ja gelernter Hotelfachmann, habe dann bei der Bundeswehr 8 Jahre lang Fuß gefasst, wollte das aber danach nicht mehr und habe schon immer, ich sag mal, Interesse an Holz und an Glas gehabt. Und so bin ich auch in die Branche Haushaltsauflösung gerutscht. Ich habe ein Jahr Praktikum gemacht bei einer Entsorgungsfirma und da habe ich halt gemerkt bei dieser Entsorgungsfirma, es wird auch viel einfach in dieser Richtung Haushaltsauflösung und Entrümpelung gesucht. Und habe mich dementsprechend dann in dieser Fachrichtung selbstständig gemacht. Und habe jetzt halt einfach mein Hobby zum Beruf gemacht und meinen Traum mir eigentlich erfüllt. Und ja, durch Rehndienstleistungen habe ich meine Traumfirma gegründet. Bereits seit einigen Jahren ist der versierte Unternehmer erfolgreich in Neubrandenburg und Umgebung unterwegs. Zügig, routiniert und zuverlässig arbeitet er Auftrag um Auftrag ab, leert Wohnung um Wohnung. Ich biete von Seniorenumzügen bis Haushaltsauflösung, die typische Kellerentrümpelung oder Gartenentrümpelung, häufig auch Garagenentrümpelung. Ja, aber häufig ist es einfach mal die normale Haushaltsauflösung, wo viele Menschen einfach die Zeit einfach nicht dazu haben, mich dann anrufen und sagen, können Sie mich mal unterstützen oder haben Sie mal einen Rat, wie mache ich das am besten, wie komme ich voran? Weil es ist einfach mal ein Zeitaspekt bei ganz vielen Menschen. Dann habe ich viel auch mit Kleintransporten zu tun, sprich Möbeltransport. Also ich sage immer gerne mal so das kleine Möbeltaxi. Das mache ich sehr häufig mal zu Roller oder zurück mal schnell. Und ja, halt Transporte im 5., 6. Stock, da machen die älteren Frauen oder älteren Herren ja auch nicht mehr so gerne. Und da bin ich dann auch gerne mal als rechte Hand. Mein Motto ist ja auch, reden lässt niemand alleine stehen. Und dementsprechend helfe ich da und unterstütze da gerne. Neben der klassischen Haushaltsauflösung bietet Silvio Rehn jedoch auch weitere Dienstleistungen an, welche für seine Auftraggeber einen hohen Zeit- und Kraftaufwand bedeuten würden. Hier ist es eine normale Haushaltsauflösung. Leider ist die Dame verstorben. Die Angehörigen kommen nicht mehr nach Neubrandenburg. Dementsprechend habe ich jetzt den Auftrag bekommen, die Wohnung komplett zu räumen. Wenn ich die Möglichkeit habe, die Sachen immer noch zu verwerten für einen guten Zweck, versuche ich das immer noch die ersten Tage. Aber häufig ist es halt wirklich so, dass die Leute einfach das nicht möchten. Und dann geht es halt doch zum Entsorgungshof. Diesen Service ergänzt der talentierte und erfahrene Allrounder durch Umzugsberatung, Bürodienstleistungen, Bauservice oder Küchenmontagen. So lassen seine Angebote rund ums Haus, das Büro oder die Wohnung kaum Wünsche offen, gibt es kaum eine Arbeit, welche er nicht für seine Kundschaft erledigt.